Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute gibt's bei mir eine Seezunge. Ich glaube, ich habe das vor Jahren einmal in Spanien gemacht und weiß nur, dass das ein bisschen aufwendig war. Ich habe mir da jetzt ein spanisches Rezept ausgesucht. Das ist überhaupt nicht schwierig. Aber es ist anders gekommen und das erzähle ich jetzt gleich. Also viel Spaß beim Zuschauen. Eigentlich wollte ich jetzt ja nach diesem schönen spanischen Fischkochbuch meine Seezungen machen. Und die waren ja wirklich ganz einfach gegangen. Da steht es da, Seezunge gebraten, also nur marinieren in der Milch, wieso auch immer, und dann nur in Mehl wenden und in der Butter gebraten. Hat mir aber heute der Fischverkäufer total aus dem Konzept gebracht, weil er gesagt hat, die Seezungen, derer müsst die Haut abziehen. Denn sonst hat die so viele Schuppen, das schmeckt nicht. Da hat man immer die Schuppen im Mund. Und das sind jetzt meine Seezungen. Ich kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt meine Prachtstücke. Die haben nämlich miteinander 630 Gramm. Und wenn ich jetzt da die Haut noch abziehen muss, weiß ich nicht, wie viel Seezungen Fleisch das da bleibt. Naja, es wisst ihr, wie ich ausschaue. Ich glaube, ich wäre hungrig aufstehe vom Tisch. Weil da muss jetzt der Kopf abgeschwimmen. Ja gut, den konnte ich sowieso nicht essen. Und wisst ihr, was die gekostet haben? 25 Euro. Naja, hoffentlich mache ich es nicht kaputt, meine 25 Euro Fisch. Jetzt lege ich einmal los. Ich probiere es jetzt einfach. Und so geht jetzt das. Den Schwanz hinten gibt man in ein kochendes Wasser. Ich weiß nicht, wie lang ungefähr, ein bisschen halt, damit man die Haut gut abziehen kann. Jetzt probieren wir es einmal. Dann nimmt man beim Schwanz, den geht eh schon zupfen, Ding runter, und tut man die Haut so nach hinten schirmen. Das ist jetzt nichts Gescheites eigentlich, weil das vielleicht sogar schon zu weich ist. Ich brauche jetzt da nämlich ein bisschen was, wo ich mit angreifen kann, dass ich die Haut abziehen kann. Rucki zucki geht da nichts. Ein bisschen was habe ich jetzt da schon runtergebracht, mit Mühe. Und jetzt probieren wir es einmal. Jetzt ziehe ich einmal an. So, geschafft. Auf einer Seite ist jetzt hier rund. Jetzt hat die andere Seite natürlich noch. Auch da versuche ich, dass ich ihm da ein bisschen eine Haut erwischen kann. Jetzt habe ich da wieder versucht, den Stickerl wenigstens zum Runterschaben. Jetzt versuche ich es abzuziehen. Jetzt liegt da der Fisch, hat natürlich rundum ein dumm hübsch was an Gräten und einen Kopf dran. Also, einen Schwanz schneiden wir mal ab. Au, der tut ja weh. Also, einen Schwanz bringe ich auch schon mal nicht runter. Und den Kopf. Und rundum und um muss ich eigentlich diese Flossen wegschneiden. Und da herum, da haben quasi
die Fischeier drinnen. Die gebe ich raus. Ich weiß allerdings nicht, was ich mit denen machen soll. Ein Kaviar vielleicht. Und jetzt schneide ich da mal die Gräten weg. Und ich sage euch was, das haut nicht hin. Die sind ganz fest da drinnen. Ich glaube, da brauche ich eine Schere. Da habe ich mir neulich so eine Haushaltsschere gekauft. Ich hoffe, dass das mit der funktioniert. Aber ich habe dann natürlich überall nur jede Menge Gräten drinnen. Zumindest ist schon mal seine Haut herunter. Ist das schon was? Und jetzt probiere ich den zweiten. Und der haut doch jetzt bestimmt besser hin. Bei meinem zweiten Versuch gebe ich jetzt den Fisch nur ganz kurz eine in das kocherdose Wasser. Jetzt halte ich den Schwanz da her und schieb da ein bisschen in Tee. Aber das schaut doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Da in der Mitte, wo das Rückgrat ist, löst er sich schon ein bisschen schwerer runter. Da müssen wir ein bisschen mithelfen. Na, beim zweiten Versuch ist jetzt das schon gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt von der anderen Seite noch. Das ist jetzt der Rest, was ich da runterziehe. Das ist wieder gar nicht so gut gegangen und ist ziemlich tropig am Fisch, die Haut. Okay, sieht er, er ist ein bisschen zerfranst. Schneide mir ihm wieder am Kopf runter. Ausgenommen ist er ja. Und jetzt schneide ich ihm wieder einen Schwanz weg und die Flossen. Wobei ein Teil von den Flossen natürlich dran bleibt. Weil sonst habe ich ja gar keinen Fisch mehr. So schaut er jetzt aus. Von der einen Seite eigentlich schon ganz schön. Die andere Seite ein bisschen marodi. So, jetzt wasche ich sie ab und tue ihn ein bisschen trocken tupfen. Den Fisch tue ich jetzt schön salzen und pfeffern. Und damit mir der Fisch nicht in der Pfanne drin dicker bleibt, tue ich den auch ein bisschen melieren. Nachdem er eh fast kein Fleisch hat, ist das Wasser direkt schon um jedes Stück, das da drin bitter bleibt. Habe ich mir heute in der Früh, bevor wir einkaufen gegangen sind, habe ich mir noch überlegt, oh, da wirst du ja zwei Pfannen brauchen, denn die sind doch immer so groß, die Seezungen. Naja, irgendwo ist die Größe jetzt geschwunden. Also ich tue die jetzt in eine Butter, nicht zu heiß die Butter, auf jeder Seite 2 Minuten anbraten. Jetzt hat er 2 Minuten gebraten, jetzt drehe ich ihn um. Und schon ist die Zeit um und der Fisch ist fertig. Auf beiden Seiten ein bisschen braun und mit schönem Buttergeschmack. Allerdings für mich ein bisschen wenig. Naja. Und so schaut die Seezunge aus, wenn es fertig ist. Ein kleines Fischlein. Dazu gibt es einen gemischten Salat bei uns. Das ist jetzt bloß eine kleine Deko davon. Und wisst ihr was? So eine Eckerlpizza mag ich auch dazu.
damit ihr satt werdet. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, falls ihr das jemals tut. Ich glaube, ich mache es nicht mehr. Und dann führt euch bis zum nächsten Mal. Mein Motto ist doch immer, wer lesen kann, kann auch kochen. Aber man sollte da auch alles lesen. Denn ein paar Abschnitte davor ist nämlich gestanden, dass man die Seezunge abziehen muss. Naja, hat ja hingehauen noch. Gut war es übrigens sehr, sehr gut.